Thomas hat sich irgendwie verdünnisiert und will sich Plastiktüten für seine Schuhe holen, damit er in der Abfahrt keine kalten Füßchen kriegt. Okay. Kommt sicher. Also gleich. Ihr seht schon, Tour de France, Tag 2, Team Pussycat. Wir bereiten uns mal vor. Und ja, ich lasse die Regenjacke heute zu Hause, denn heute wird's schön, ne? Alle gleich, so ist das heute leider. Aber wir gehen. Wir rocken heute alles. Lokomotive Nürnberg. Was gut ist, heute kommt es nicht so auf die eine Minute an. Das Lifecycle-Team, 10 und 19, sind in der Zeit in 5, 4, 3, 2, 1. Kick it, gute Reise, Lifecycle! Jetzt die Bikepunks! Die Bikepunks nach vorne. Sind wir im Ziel? Sind wir im Ziel? Nein. So, wir sind mitten in der Bergwertung. Wir geben gerade alles. Leider sind wir heute vor dem Paul gestartet und jetzt habe ich den Piepton ganz umsonst runtergeladen. Aber ich passe mich einfach mal der Rettungssprache an. Also wir fahren hier gerade in den Berg hoch zur Mutter Bergwertung. Wenn es anfängt zu regnen, bin ich auf jeden Fall und ja, geht. Wir fahren weiter. Also das finde ich ja echt auch sportlich, was du hier treibst. Ja? Ist das sehr anstrengend? Nein, ich kein Deutsch. Ah, Englisch. Englisch. Where are you from? London. Ah, hey. Is that how it's hosting? Yes! Yeah, cool, it is. Ah. Yeah, that's fucking horrible. Fuck yeah, respect. Spaß beiseite, macht schon Spaß, oder? Hey, schau dir einfach das Panorama an. Das sagt alles. Gefällt euch das auch? Ciao, Bella Italia. Romantik pur, Outlet Center. Terminus. Also ein typisches Alpenstädtchen. Ich erkläre jetzt mal den Rennradfahrer. Also ich bin mehr so der Outdoor-Heini. Ich fahre den ganzen Tag im selben Fummeln. Der Rennradfahrer, der hat winddichte Hauben auf den Schuhen. Der hat, wie heißt die Dinger? Beinlinge? Knielinge. Dann hat er so hochfunktionelle Hightech-Jacke. Race-Jackets. Dann hat er eine polarisierte Brille und eine winddichte Kappe, einen Buff-Halshut und einen fetten Helm. Schnurrbart. So, und der Schnurrbart ist eingefettet, damit der Wind besser abperlt, mit Lotus-Salbe. Das ist der Rennradfahrer. Also Tour de France hier, total emanzipierte Veranstaltung. Wir dürfen auch mal die Ladies in den Wind. Manchmal muss man erst den Brenner überqueren, bevor man was zu essen kriegt. Hat jetzt 3 Stunden gedauert, wurde auch Zeit. Oh, Hunger! Sauer! Okay, jetzt haben wir uns auf 10.000 Fotos. Da war ich mir auch nicht sicher, warum ich das tue, aber ja, das tut weh im Gegensatz. Also dafür die Abfahrten sind ganz schön. Wie oft bist du vorher schon 200 Kilometer Touren gefahren? Einmal. Ja, Schlafgurte, ich lasse mir jetzt noch einen blasen. Ja, und genau. Bis morgen.